So, Versuch Nummer 2, ist mal ohne Telefonanruf. Herzlich willkommen zurück. Ich musste gerade diese andere Aufnahme abbrechen. Und jetzt legen wir nochmal richtig los. Also, wir müssen da lang. Ich renn mal hin. Ich bin jetzt so, ich bin ja Mensch, ich laufe ja gerne, ne? Oh, wie schön das ja auch alles aussieht. Aber, ne, was ist hier immer so meins, ne? So, wenn Spiele so schön aussehen. Ah. Verdammt. Der Mörder muss noch hier sein. Gebrochene Rippen, Blutungen aus den Ohren. Muss ein ordentlicher Hieb gewesen sein. Ja. Im Keller sein. Was? Fußspuren von kleinen bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller. Mit Gewalt gegen die Wand geschleudert. Also, untersuchen wir jetzt auch noch mal. Damit wurde das Gitter eingeschlagen. Ah ja. Damit wurde das Gitter. Ach so, ja. Okay, gut. So. Du. Warum hast du sie? Du erste. Ich kann dich nicht gehen lassen. Alter. Aua, oi, Alter! Warte mal, schwarzes Blut. Sie hat die Leute getötet, um zum Leichnam zu gelangen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Ach so. Das stinkt. Ja, ist auch ekelig. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper gevierteilt. Wie ich es mir dachte. So, Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angegriffen. Aufgedunsen? Er hat was im Hals. Eine Börse, voll mit Münzen. Nilfgaardische Florin.
aus verschiedenen Provinzen. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Okay. Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Bruxa. Eine dritte Hand. Ersatzteil? Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut noch? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sind. Oh. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Ja. Also, der Mörder war... Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört ich weiß es nicht, Gerald. Warum zur Hölle ist sie noch warm? Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? Viele Fragen bis jetzt. So. Sorry, da kommen wir nicht hoch. Schade. Schön, ihr Schlingel. Die Geschichte. Aber Herr Palmerin, was ist mit der Geschichte von Riddick und dem Drachen? Die gibt es ein andermal. Aber seht euch den Mann gut an, der vor euch steht. Das ist Geralt von Riva, der meisterliche Hexer, dessen tapfere Hand beim Sieg über den Riesen Goliath half. Meister Hexer, stimmt es, dass die Tugend immer über das Böse siegt? Nun. Ja. Ja, natürlich. Aber der Schwarze Ritter ist nicht tugendhaft und gewinnt der Schlitzer von Castel Dacia auch. Der moralische Sieg. Quatsch. So, genug jetzt mit den Fragen. Ab zu euren Eltern. Die erlauchte Herrin ist zweifellos auf dem Turniergelände eingetroffen, um die Kämpfe in der Arena zu verfolgen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie sprechen, ehe das Spektakel beginnt. Geh du voraus. Wer kämpft denn? Gladiator. So ähnlich. Ja. Das ist gefährlich. Ich. Vielleicht hat er. Außerdem. Ach, darf ich jetzt wieder kämpfen? Alles klar. Oh weh! Achter Ritter! Die Bestie brüllt!
Oh Gott, bitte. Nö. Ich werde schon stumpf. Boah, Alter. Ja. Das Monster ist keine Bedrohung. Es gibt keinen Grund, es zu töten. Sieger dürfen immer Gnade zeigen. Das ist ihr Recht. Na, ich bin so süß. Lebe Geralt, der Gnadenreiche. Pikeniere, kümmert euch um die Bestie. Vergib. Du hast tapfer gekämpft. Danke für deine Hilfe. Aber die Grafik sieht ja auch geil aus, ne? Guillaume. Der Junge wäre beinahe gestorben. Alles
in Ordnung. Tut gar nicht weh. Vivienne? Lächle wie ein Held und sei still. Geralt! Ihr redet spät. Geralt! Edler Herr. Wir... Es ist mir... Kümmert euch um unseren jungen Helden. Hopp, hopp! Wir werden uns jetzt zu einer Unterredung. Wir haben so lange auf deine Ankunft gewartet und die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und dann dieser Auftritt. Spektakulär. Edle Herren, ich würde gerne über den Auftrag reden. Natürlich, doch nicht hier. Ah ja. Wir werden Damir brauchen. Er hat bis zu deiner Ankunft die Nachforschungen geleitet. Wo kann er sein? Aha. Komm, wir müssen ihn suchen. Dann gehen wir ihn mal suchen. Aber ich wollte den Kleinen verschonen lassen, weil... Ah! Da ist das Spiel abgeschissen. Sehr schön. Dann machen wir das wohl in einer anderen Folge wieder. Also bis dann.